897 war die X-Achse und auf die Y-Achse habe ich vergessen. Egal. So, es gibt 12 verschiedene Stellaritarten. Damit kannst du deinen Charakter nach deinen Wünschen anpassen. So, jetzt schauen wir mal. Was steht da? 896 417. So. 896 417. Ja, ungefähr hier. Ich benutze mal die Karawandel. Die Musik motiviert mich immer mit der Kamera zu spielen. So. Der Ahornklamm. Wir hatten eine Menge erlebt dort. Da hinten der Azurienwald. Mit dem riesigen heiligen Baum. Gleich da sein. Da hinten ist die Vitreous-Mine. Schauen wir kurz auf der Karte. Ah, genau dieser Punkt hier. Hä, wo soll sich der Portal befinden? Wir sind gerade. Hä? Warte, wir sind bei 892. Nee. So, ich gehe mal kurz runter. So, hier müsste es sein. Kein Portal. Was steht da? 896 417. Da sehe ich da was. Kein Portal weit und breit zu sehen. Es ist vielleicht umgekehrt gemeint, dass die X-Achse 417 ist und Y8926. Okay, das ist viel zu weit. Ja, das ist irgendwo da oben. Boah, da muss man ganz pixelgenau arbeiten.
Das wäre da oben, also da gehen wir dann nicht hin, dann spoilern wir uns ja die ganze Gegend zu. Aber, nee, warum soll das umgekehrt sein? Normalerweise ist die X-Achse immer zuerst. So, das ist der Meridia-Kontinent, ne? Und wir sind genau bei der Koordinate, ne? 896, 417, aber wir sehen kein Portal. Ich gehe mal noch hoch und wenn das da auch nicht ist. Ja, dann haben wir Pech gehabt. Oder wir sind zu früh dann, dass wir dieses Portal nicht sehen. Das kann natürlich auch sein. Dass es für uns halt nicht aktiviert ist. So, da geht es in den Meteorspin, da gehen wir jetzt nicht rein. Ja gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück zur Blutsteppe. Ich versuch's mal beim nächsten Mal. Blutsteppe, da. Nein. Zack, Karawandel. Und dann reisen wir wieder zurück. Was für ein Levelgebiet sollte man denn da sein bei der Blutsteppe? Zwischen 43 und 50. Gut, die sind 48, also ist das ganz okay. So, da ist ja schon der, da ist ja schon Ahrenklamm, das ging ja schnell. So. Dunkle Festung. Das sieht alles so majestätisch aus. Und dann questen wir weiter. Trotz der unwirtlichen Gegend halten Händler hier regelmäßig einen Markt ab. So. Jack D., Ralf, da seid ihr ja endlich. Wie ist es gelaufen? Wer ist dieses Mädchen? Kranz heißt euch willkommen und bemerkt Marisa. Wir haben die Monster erledigt, Hauptmann, und Jack D. hier kommt doch tatsächlich aus Arkadien. Und dieses Mädchen Marisa ist eine leibhaftige Sanktopolisianerin. Ralf unterrichtet Kranz über alle Einzelheiten. Du fragst Kranz, ob er irgendwas etwas über den Verbleib der uralten Zivilisation weiß und überreicht ihm den Runenstein, den du beim Königsandigator gefunden hast. Oh, Jack D., wir sollten erstmal in die Stadt zurückkehren und ihren Bürgermeister wissen lassen, dass die Stadt in Sicherheit ist. Danach erzähle ich dir alles, was ich weiß. Versprochen. Du hältst es ebenfalls für das Beste, zunächst in die Stadt zurückzukehren und Bericht zu erstatten. Du beschließt, dich zusammen mit den Wachen auf den Rückweg zu machen. Kranz möchte, dass du Bürgermeister Briggs die gute Neuigkeiten überbringst. Wenn er wieder in der Stadt ist, will er dir von seinem Vater und den Ruinen erzählen. Sprich mit Bürgermeister Briggs. Ja, dann geht's zurück zur Stadt. Werden wahrscheinlich bei Bürgermeister Briggs sein.
Das heißt, wir müssen ihn finden. Am besten ohne die Map zu benutzen. Das macht das Ganze spannender. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, mittlerweile kennen wir ja die Gegend hier, ne? Und das auch schon Bürgermeister Briggs. Bevor wir da zu ihm gehen, schau, gehe ich mal hier kurz hier hoch, ne? Vielleicht ist da ja was. Irgendwas versteckt. Nope, leider nicht. Oh. Ich komme. Wie komme ich hier raus? Oh. Ich stecke fest. Nein. Boah, Glück gehabt. Puh. Schon eine Aussicht hier. Sieht alles so tropisch aus. Ja gut. Dann reden wir mit Bürgermeister Briggs. Du überbringst die frohe Kunde vom Sieg über den Monster und befreist die Bürger von ihren Sorgen. Endlich können wir wieder aufatmen. Jake D, du bist unser Held. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt können wir endlich wieder in Ruhe durchschlafen. Einer der Bürgermeister stimmt den Danksagungen des Bürgermeisters bei. Hurra! Die großen Helden haben die bösen Monster besiegt. Ein kleines Mädchen jauchzt vergnügt. Die Stadtbewohner sind außer sich vor Freude und bedanken sich einer nach dem anderen bei dir. Überwältigt von der festlichen Stimmung kannst auch du dir ein kleines Lächeln nicht verkneifen. So, da haben wir die frohe Kunde überbracht und jetzt gehen wir mal zu wem? Kranz, genau. So, sind die hier? Nee. Ah, da. Ich sehe sie. Ich sehe das Fragezeichen. Kommissionärin Luzi. War hier nicht das Fragezeichen oder? Speerralf? Wo ist Kranz, Kommandant Kranz? Ich habe doch gerade das Fragezeichen gesehen. Da. Ach, der steckt in diesem Baum. Hat er versucht, sich vor mir zu verstecken? Achso. Nun, da wir endlich wieder alles unter Kontrolle haben, würde ich mich gerne bei dir für deine Hilfe bedanken. Kranz verbeugt sich vor dir. Was die Geschichte über meinen Vater und die Archäologen angeht, damals wurden er und ein paar andere Wachen angeheuert, um eine Expedition zu eskortieren, die sich auf die Suche nach den Ruinen einer uralten Zivilisation begab. Mithilfe einer Karte konnten die Archäologen die alten Ruinen tief im Herzen der Wüste ausfindig machen. Doch der Weg dorthin ist sehr geheimnisumwoben. Die Archäologen erlaubten meinem Vater und den anderen Wachen nicht einen Blick auf die Karte zu werfen. Als sie die Ruinen erreicht hatten und mit ihren Ausgrabungen begannen, löste plötzlich einer der Archäologen eine Falle aus. Ein steinernes Tor fiel herab und versperrte ihnen den Weg. Doch im gleichen Augenblick stürmte eine Horde von Wächtern aus den Ruinen hervor. Laut meinem Vater sahen diese Wächter nicht wie lebendige Wesen aus und schienen von einer geheimnisvollen Macht beseelt zu sein. Die Ruinenwächter griffen an und mein Vater und die anderen Wachen taten das, wofür sie bezahlt wurden. Sie stürzten sich in den Kampf, um die Archäologen zu beschützen, und wurden allesamt in den Ruinen eingeschlossen. Sie erlitten schwere Verletzungen, die Fallen im Inneren der Ruinen raubten ihnen den Orientierungssinn. Und letztendlich fand einzig allein mein Vater einen Weg aus den Ruinen, aber auch er war in keinem guten Zustand. Nachdem er tagelang durch die Wüste geirrt war, schaffte er es schließlich zurück in die Stadt und erzählte mir, was sich zugetragen hatte. Kurze Zeit später raffte es auch ihn dahin. Die anderen Archäologen und ihre Begleiter starben entweder im Kampf oder wurden nie wieder gesehen.
Kranz beendet seine Geschichte und ist sichtlich betrübt. Ich habe dir alles erzählt, was ich weiß. Was den Ort der Ruinen angeht, damit kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Dass es so wenige Hinweise auf die Ruinen gibt, verwundert dich. Kranz hilft dir zwar so gut er kann, doch es scheint, als wolle sich dieser uralte Ort einfach nicht finden lassen. Eine Sache könntest du noch probieren. Der Wüstenbasar nördlich von hier ist ein guter Ort, um an Informationen zu kommen. Dort gibt es einen Schwarzmarkthändler. Sein Name ist Mitrov, glaube ich. Er hat seine Augen, Ohren überall und weiß über viele Dinge Bescheid. Aber die Leute dort sind Fremden gegenüber nicht gerade aufgeschlossen. Du musst zunächst ihr Vertrauen gewinnen. Du kannst nicht einfach da reinspazieren und erwarten, dass dir alles in den Schoß fällt. Und noch eines. Ich kann nicht wirklich für den Charakter dieses Händlers bürgen. Deine Methoden sind vermutlich etwas zwielichtig, wenn es um Geld geht. Also lass dich nicht an der Nase herumführen. Kranz scheint sich Sorgen zu machen, dass irgendetwas schieflaufen könnte. Mit einem neuen Ziel vor Augen verabschiedest du dich bei den Stadtbewohnern und gibst dich zusammen mit Marisa zum Wüstenbasar. Kranz gibt dir einen weiteren Tipp. Auf dem Wüstenbasar nördlich von hier gibt es einen Schwarzmarkthändler, der vielleicht mehr weiß. Sprich mit Schwarzmarkthändler Mitrov.